Sie sehen die erste wöchentliche Reportage im Internet in voller 45-Minuten-Länge. Ich bin Jörg Buschka und Sie sehen Buschka entdeckt Deutschland. Ich bin für Sie in Deutschland unterwegs, entdecke für Sie Menschen und ihre Geschichten, spreche mit den Menschen, die mir begegnen, ganz ohne Drehplan. Buschka entdeckt Deutschland. Es sind nicht nur die Superlativen, sondern es sind die ganz normalen Menschen wie du und ich. Ich bin genau einen Tag lang in einer Stadt unterwegs. Es gibt natürlich Entertainment. Exklusiv beim Sender Ihres Vertrauens, 7Low. Eigentlich müssen wir uns mal von Wallon-Quelle sponsern lassen. Wallon! Ich bin mit Wallon vollgepumpt. Ich bin mit Wallon vollgepumpt. Und das Dear my Valentine. Valentine. Nichts als die Wahrheit. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja. Guten Morgen, meine Sohn. Geschichte des Lebens. Gleich vor deiner Haustür. Das Leben liegt draußen. Aufstehen und raus hier. Buschka entdeckt Deutschland. So. Jan, warum möchtest du nicht Putzebärchen genannt werden? Sag mal. Sag mal bitte. Ich hab Hallo, gesagt, sag das Jan. Mal bitte. Sag nochmal. Wie möchtest du? Putzebärchen. Ja, das geht nicht. Das geht nicht. Ja. Möchte nicht. Nee, möchte nicht. Da kann man ein bisschen, ne? Liebe Zuschauer, schreibt bitte, dass der Jan Putzebärchen genannt werden kann. Bitte nicht. Dann schreiben Sie. Wir sind ja beim Sie. So, jetzt machen wir die Anmoderation. Jetzt machen wir die Anmoderation. Nein, es wird nicht ausgeschnitten. So. Herzlich willkommen. Es ist Episode 13. Gucken Sie mal bitte auf die Uhr. Episode 13. Wir sind heute in Stuttgart. Das Wetter ist leider, gelinde gesagt, scheiße. Und ich muss im Regenschirm rumlaufen. Aber wir gucken mal, dass wir das Beste draus machen. Schauen wir mal. Und es ist kalt. Ich habe heute ehrlich gesagt keinen Bock zu drehen. Wenn wir abbrechen, können wir noch in dieses Flugzeugmuseum da. Nach, wie war das? Sinsheim-Steinfurt. Super, könnte man eigentlich auch drehen. Gab's aber zu viele Reportagen schon drüber. Warte mal. So. Ich nehme jetzt so ein Sodbrennen, Anti-Sodbrennen-Zeug zu mir. Die Marke darf nicht gezeigt werden. Also es schmeckt ein bisschen komisch, oder? Es schmeckt ja nicht total ekelhaft. Moment, wenn später vielleicht doch die Sendung von genau dieser Firma gesponsert wird, sollte ich mir das offen halten. Ich sag jetzt einfach nochmal eine andere Version. Boah, dass das so gut schmecken kann. Das ist ja Kiba-Geschmack. Jan, du hast eben auch gesagt, dass das duftet nach Vanille, ne? Das erfüllt eigentlich die ganze Luft. Mensch. Die moderne Medizin hat es schon wirklich zu Wunderleistung gemacht. Fantastisch. Mmh. Ach, wäre das nicht so teuer, könnte ich davon dauernd naschen wollen. Ach so, jetzt habe ich gesagt, dass es zu teuer ist. Oh, das können wir alles rausschneiden. Was ist das Tolle an Stuttgart? Die Treppen, würde ich sagen. Die Treppen? Die Treppen. Und so die Natur, die Weinberge, der Wald, alles, was so drumherum ist. Und wie sind die Stuttgarter Menschen? Ja, Gott. Ich habe eine Zeit lang in Berlin gelebt. Ja. Das war schon eher das, was mich angeregt hat. Aber gut, als dann die Kinder kamen, dachte ich, jetzt ist Stuttgart wieder ein bisschen überschaubarer oder ruhiger. Und Sie sind ich bin Stuttgarter. Ich bin hier geboren. So redet man ja, das ist ja erfurtig. Ja, ja, ja. Gibt es denn so eine,
eine Stuttgarter Volksweise, irgendwas ganz lokalkolorit erfülltes, was Sie uns kurz erzählen können? Ein Stuttgarter Gedicht oder so? Ja, also mir fällt nur ein, so ein schwäbisches Lied. Vom Nesebach-Täle bis zur Rohrer Höhe, da ist unsere Heimat und da ist halt schön. Können Sie das mal ansingen? Das ist, also, lieber nicht, lieber nicht. Das ist wirklich gut. Das war wirklich gut. Hier fährt diese schöne alte Bahn. Ich freue mich immer, solange die noch fährt, diese alte Zuckelbahn. Bald ist vorbei. Und ja, die wird auch abgeschafft, ja, und wir fahren hier nur noch die Breite, die normale. Aber irgendwie dachte ich, fährt die noch hier hoch, und dann habe ich mich gefreut, dass es noch gab. Und wo gehen Sie gerade hin? Wohin sind Sie? Ich war hier in der Buchhandlung, habe ein paar Bücher gekauft und jetzt gehe ich in die Bücherei und so. Ja, dann noch ein schönes Wochenende. Ja, Ihnen auch. Ja. Viel Erfolg. Dankeschön. Jetzt müssen wir aber trotzdem mal los. Ne? Wir können hier nicht auf dem Fleckle bleiben. Wir können nicht auf dem Fleckle bleiben. Da kannst du jetzt stehen bleiben. So, ich habe es mir anders überlegt. Jetzt geht es nicht in die Stadt, sondern wir suchen uns ein bisschen den Berg hoch. Und da gibt es einen Turm. Das ist schon hier quasi Privatbesitz. Dürfen wir nicht einfach einbringen. Da muss man viermal klingeln. Passen Sie mal auf. Oder heißt es einfach, dass da vier Leute wohnen? 1, 2, 3, 4. Steffen? Ach Mensch. Hallo. Ah. Hallo. Können Sie uns sagen, wem dieser Turm da gehört? Mensch, was ist der Turm? Hier ist er. Guten Tag. Na, von wem sind Sie? Von? Ja, Bruder von Buschkenzeck Deutschland. Ja. Sind Sie der Hausbesitzer oder der Hausmeister? Der Hausmeister. Der Hausmeister. Was ist das denn für ein Gebäude? Also um das Gebäude handelt sich um ein Studiohaus. Mhm. Studiohaus hat es früher in Stuttgart gegeben, wenn ein Architekt auf was sich gehalten hat, da hat man keine so Großbüros gehabt wie heute, sagen wir 10, 20, 30 Leute. Da haben die von der Hause gearbeitet. Mhm. Und dann haben sie sich im Garten ein Studiohaus reingemacht und da hat er dann seine ganze Zeichnung und seine ganze Büros drin gehabt. Ach, wie so ein Atelier? Wie so ein quasi. Atelier, aha. Ja, und das nennt man dann Studiohaus. Das Gebäude steht jetzt unter Denkmalschutz, aha, und darum natürlich auch der Erhalt, man darf natürlich nicht so viel verändern. Jetzt hat der neue Hausbesitzer, hat das jetzt alles, schon seit 40 Jahren ist es alles an Studenten vermietet. Darum kann ich sie leider nicht reinlassen, weil die Privatsphäre sollte natürlich auch geschützt werden. Es ist auch keiner da. Wir haben es gerade versucht. Die Bewohner sind gerade nicht da, weil sonst könnte man jemanden fragen, da kommt man ein. Da hat es dann auch noch so Kassettendecken aus Holz. Und also quasi der Korpus besteht aus Holz. Und dann sind halt auch die Gipsarbeiten eingearbeitet worden. Und wie alt ist das Gebäude? Das kann ich Ihnen leider nicht sagen, also das ist vor meiner Zeit gewesen. Ja, ja. Und quasi also so 100 Jahre auf jeden Fall. Nicht älter? Das weiß ich ja nicht. Das sieht ja jetzt von der Bauweise also mehr wie 100 Jahre, älter aus. Mehr wie 100 Jahre auf jeden Fall. Mhm. Aber das genaue Alter kann ich Ihnen nicht sagen, ist auch nicht reingedrückt. Müsste ich mal den Hausbesitzer fragen, die sind aber leider auch nicht da. Also das ist ein Zimmer, wo dann quasi abgetrennt ist für den Student. Das ist ein gemeinsamer Gang, wo reingeht, dann geht es da rechts rein. Und das ist dann zwei Zimmer. Mhm. Ja, da haben die Studenten natürlich auch so Duschen reingemacht. Und dahinter der Schlafbereich. Das dürfen wir jetzt natürlich nicht sagen, es ist klar. Das darf man natürlich nicht sehen. Aber es geht doch mehr darum, dass man einfach mal über das Gebäude spricht, das zeigt. Das finde ich schon interessant. Ja. Also hier oben haben wir natürlich einen schönen Garten. Das ist natürlich ein Paradies für Studenten. Im Sommer im Garten zu lernen. Aha. Ja. Und wie gesagt, ein großes Plateau noch, wo man sagen wir genau auf dem Schlossplatz sieht. Das ist so ein bisschen wie bei Rudi und Lydia. Wir waren in Heidelberg beim Pärchen, die haben so was Ähnliches, auch von der Anlage her. Das ist bei denen ein bisschen größer,
Da ist auch ein Brunnen dann, oder? Ja, nein, das ist kein Brunnen. Nein. Hier so ein, in Stuttgart hat es ja sowieso schon also Brunnen, so Mineralbrunnen und das ganze Mineralwasser. Aber Brunnen selber im Garten hat kaum jemand. Weil es natürlich auch am Hanglage ist. Es geht ja links und rechts runter. Also Brunnen ist ja nicht so wie in Heidelberg. Und wie, wie ist denn, ist da eine Kelleranlage vielleicht unten? Nein, oder? Auch nicht. Okay, aber das ist Schweinegarten. Ja? Was ist das da oben? Das ist eine Kirche. Und dann nee, ich meine das hier vorne, wo das, das ist so ein Plateau. Das Efeu drauf ist. Da können wir mal hochlaufen. Ja. Und dann sehen Sie genau, also bis zum Schlossplatz über Stuttgart. Heute ist natürlich eine schlechte Sicht über Stuttgart. Aber wenn es hier sagen wir, Sommer ist, wie gesagt schon, da haben wir jetzt vorne den Schlossplatz mit dem Königsbau. Mhm. Drüben den Hauptbahnhof. Da sieht man schon den Turm, wo es am der Mercedes-Stand drauf ist. Mhm. Und hier oben natürlich der Killersberg, wo es am die obere Schicht wohnt von Stuttgart. Also Killersberg kann man in Stuttgart Killersberg, nicht mehr noch bezahlen. Das kennen wir noch, da gibt es noch ein Lied drüber. Im Killersberg? Ja, Killersberg Baby, ich komme aus Heslach. Heslach gibt es ja auch. Heslach genau. Ist diese Richtung. Entweder ist das von Thomas D. oder von Hausmarke, von Michi Beck. Kenne ich nicht. Ich weiß es nicht, von den Fantastischen Vier. Ja. Von einem der beiden Solo-Alben ist das. Ja. Erzählen Sie mal so ein bisschen, was hier so für Partys gefeiert werden. Also wahrscheinlich normale Studentenpartys, aber... Nein, also Studentenpartys nicht. Da, also die sind zum Lernen hier in Stuttgart. Also es kann dann schon mal sein, dass einer hier den Geburtstag hier oben feiert oder so. Aber dass da regelmäßig, sagen wir, jede Woche sagen wir, die Party abgeht, das ist nicht so. Aber hier sind doch bestimmt schon mal sagen und oben Partys gefeiert worden. Nee. Keine einzige. Nee. Ja? Bitte? Dankeschön. Wenn man immer weiter hochgeht, dann ist immer so mehr die reichen Gegend hier. Aha. Wenn man jetzt so unter hier Olga-Eck oder Stuttgart-Ost ist ja erst so das andere, so jugendliche Viertel. Und so. Man hat im 17. Jahrhundert bereits versucht, den Menschen aus seinem Körper herauszuführen in eine andere Parallelexistenz. Leute haben außerhalb des Körpers Partys gefeiert, haben sich richtig ausgelebt und sind dann zurück in ihr normales bürgerliches Leben und keiner hat ihnen etwas angemerkt. Also diese Geschichte von Dr. Jekyll und Mr. Hyde ist nicht neu. Und mit diesen Geräten hat man es dann endlich geschafft. Oftaltechnik. Und es wird einem erzählt, das hätte was mit den Augen zu tun. Major Amblioskop. Die gesamte Existenz wird somit zur Musik. Ich singe so ein bisschen wie Lorena McKennitt. Kennen Sie Lorena McKennitt? Haben Sie Lust, von mir ein bisschen was zur Transzendentalität des Lebens zu sehen? Ich muss jetzt leider nach Hause zu meinem kranken Mann. Ach Mensch, weil der Jan hat nämlich das Wort Regenmännchen geprägt. Sieh mal, die Regenmännchen tanzen. Ist das nicht schön? Wir haben das Wort die Giftmännchen geprägt. Können Sie dazu nur eine Minute noch was sagen? Ganz kurz noch. Nur ganz kurz noch. Das kleine grüne Jan, Giftmännchen. Nein, ich muss jetzt gehen. Weil, wenn Sie eine Minute uns hätten noch. Also, wie gesagt, der Jan sagt ja, die Regen, sieh mal, die Regenmännchen tanzen.
Und was sagen Sie, die Giftmännchen? Ja, die kleinen grünen Giftmännchen tanzen. Was sind denn die grünen Giftmännchen und wo tanzen? Die kleinen grünen Giftmännchen, die leben unter der Wurzel. Und die kommen raus, wenn es unruhig wird, wenn es ganz laut wird, wenn die Kinder schreien. Und dann kommen die kleinen grünen Giftmännchen und beruhigen sie wieder. Und dann verschwinden sie wieder in ihre Wurzel. Also, ciao, ciao, ich bin Erzieherin. Ich lade Sie alle ein, nun mit mir zu singen. Ha, 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 ha. Kommen wir noch höher. So, du bist mir vor die Hand. Guten Tag. Ich bin hier in der Galerie Rainer Wehr. Ja, Mann. Die ich zufällig gerade beim Transzendieren entdeckt habe. Was ist denn das Schwierige an der Arbeit eines Galeristen? Was ist so Ihr täglicher Kampf? Der tägliche Kampf ist für die Künstler, die ich entdecke an Kunstakademien oder in Ateliers, Käufer zu finden. Mhm. Ja, die Käufer halt meistens, wenn sie überhaupt Kunst wollen, wollen sie immer schon Namen haben. Ne? Und wenn sie Namen haben, dann wird es halt arschteuer. Und, aber ich bin mehr darauf spezialisiert, eben ganz junge, wo das noch günstig ist. Und da muss man eben sehr viel Überzeugungsarbeit leisten. Mhm. Also auf beiden Seiten wahrscheinlich. Also einerseits, dass den jungen Künstlern natürlich sagen müssen, das ist erstmal ein Experiment, ich kann nicht jetzt noch so den wahnsinnigen Preis zahlen. Ist es auch so, dass sie dann Abstriche machen müssen für die Chance, dass sie von ihnen präsentiert werden? Also ich würde das nicht als Abstriche bezeichnen. Also ich kaufe ja nicht die Arbeiten an, sondern die nehme ich ja in Kommission. Ah, klar. Und da redet man natürlich über die Preise. Hm. Da gibt es also ganz klare Regeln, was ein Künstler verlangen darf, der gerade noch an der Akademie ist. Hm. Und wenn da ein Künstler unrealistische Vorstellungen hat, dann lasse ich das. Ne? Hm. Wo finden Sie diese Künstler? Also Sie gehen auch in die Kunsthochschule? Ich gehe an die Kunstakademien. Also ich bin regelmäßig in Düsseldorf, in Berlin, in München, hm. Nürnberg und hier in Stuttgart. So sind eben jetzt hier auch 6 Künstler aus 3 Akademien hier vertreten. Die sind alle noch an den Kunstakademien und wollen wir mal sehen, ob aus dem einen oder anderen ein Star auf dem Kunstmarkt wird. Ne? Das hängt natürlich nicht nur von der Kunst ab, sondern das hängt eben auch ganz stark von der Persönlichkeit des Künstlers ab. Also ihn weiter einen Ausdauer hat, ein Durchsetzungsvermögen und andererseits auch einen Realitätssinn. Da spielen also verschiedene Dinge eine Rolle. Und ist das so, dass Sie die Werke aussuchen, weil Sie schon ungefähr den Geschmack Ihrer Kundschaft kennen? Oder ist es manchmal eine Mischung aus diesem Aspekt und aber auch eine Haltung von Ihnen, dass Sie sagen, mir gefällt aber gerade das. Ich weiß noch nicht, ob es dafür eine Kundschaft gibt, aber ich würde das gerne mal ausprobieren. Und das zeichnet mich auch aus, oder? Ja, ein guter Galerist richtet sich nicht nach den Wünschen der Sammler, sondern der schaut rum, was Interessantes die jungen Künstler produzieren und muss dann umgekehrt die Sammler davon überzeugen, dass das jetzt das Neue ist und das Interessante ist. Hm. Das ist ja so, wenn man in die Innenstädte geht, gibt es ja sogenannte Galerien, die dann aber sehr, sehr gefällige Sachen verkaufen, von denen, die dann wissen, okay, das wird auf jeden Fall irgendwie durchgehen. Und man geht dann irgendwie abends bummel da am Schaufenster, guckt sich das an und denkt so, Gott, was ist das denn? Das ist immer dasselbe. Ja. Das wollen sie nicht. Nein, also da würde ich dann sagen, obwohl das ein bisschen Haarspalterei ist,
Also das sind sogenannte Kunsthandlungen. Also die tun dann rein betriebswirtschaftlich ihre Bilder aussuchen nach dem, was sich am besten verkauft lässt. Aber eine Galerie hat ein bestimmtes Programm, eine bestimmte Idee und da findet es also umgekehrt statt, dass also erst die Kunst da ist und man dann versucht, die Sammler dazu zu finden. Na. Und gibt's da manchmal, sind die Grenzen da manchmal fließend von so einer Kunsthandlung zu einer Galerie oder ist das immer relativ klar getrennt? Das ist im Grunde genommen gibt es gar keine Trennung. Ne? Also ich wäre natürlich auch froh, wenn ich mehr Kunsthandlung wäre. Das heißt also, wenn ich mehr umsetzen würde. Aber trotzdem muss ich also diese Unterscheidung treffen, um da also jetzt intellektuell auch ein bisschen zu differenzieren. Können wir da, können Sie uns einfach mal so ein bisschen rumführen? Ja, können wir gerne machen. Ein bisschen was sagen so zu den Kriterien, wie Sie auswählen. Ja, also bei mir, das ist natürlich jetzt schwierig in dieser kurzen Zeit, aber also das Entscheidende meiner Galerie, die es seit 27 Jahren jetzt gibt, ist, dass ich Kunst aussuche, wo ein direkter, sinnlicher Zugang möglich ist. Also jeder, der hier reinkommt und unvoreingenommen ist, könnte nach meiner Überzeugung einen direkten Zugang zu dieser Kunst haben. Also das unterscheidet sich eben zu konzeptueller Kunst, wo man also da erst in diesem Insiderkreis drin sein muss, um überhaupt also da Kriterien zu finden, ob das jetzt gut ist oder interessant ist oder kalter Kaffee ist. Also das ist so eine Maxime, dass es natürlich dann immer besser ist, wenn man Hintergrundwissen hat. Das ist klar, aber dass zumindest ein erster Zugang möglich ist. Also so ist jetzt hier... Entschuldigung, dazu hätte ich jetzt noch eine Frage. Ja, ja. Es gibt ja jetzt so Fotokünstler, die sagen von sich, mein Bild ist dann gut, wenn man sich das wirklich mindestens ein paar Minuten anschauen möchte und dann erst auf Ideen kommt und dann erst merkt, dass das arbeitet. Ja. Während also jemand, der das einfach auch verkaufen muss, sagt, ein Bild muss sofort funktionieren, also wie so ein Werbeplakat im Prinzip. Mhm. Das ist eine andere Herangehensweise. Also Sie sagen, es muss nicht so sein, dass dann ein Kurator erst irgendwie 20 Minuten eine Einführung hält, yeah, dass man das Werk erklären muss, sondern es soll sich selbst erklären. Also man soll es selbst erfahren können. Ja, also das dauert natürlich auch eine Zeit und eine Auseinandersetzung mit den Bildern und mit dem Künstler und das ändert sich dann auch vielleicht im Lauf der Jahre. Also es geht jetzt nicht drum um so einen Eyecatcher. Also das ist tatsächlich dann oft das Problem, dass diese Eyecatcher sich dann sehr schnell als überflüssig oder langweilen. Das Interessante ist natürlich an bildender Kunst oder an guter Kunst, dass ein Bild immer wieder einem anregt, sich damit auseinanderzusetzen und je nach Laune und Zeit auch irgendwie einem anders anregt oder zu anderen Ergebnissen kommt. Also das ist ja das Faszinierende an der bildenden Kunst. Also deshalb ja auch historische Kunst ist dann immer noch heute interessant für uns, weil wir da immer wieder einen neuen Zugang finden und bestimmt einen anderen Zugang zu historischer Kunst haben wie damals die Zeitgenossen. Jetzt einen schönen Gruß an unsere Kollegen von Einfallsreich TV an dieser Stelle. Die haben ja einem Künstler mal den Satz entlockt, einfach fast eine statistische Feststellung, dass 95% der künstlerischen Arbeit an dem normalen Publikum quasi vorbeigeht, weil das alles so elitär irgendwie ist. Und deren Ausrichtung ist es ja, das gemeine Volk, also Menschen wie du und ich, einfach daran an der Kunst teilnehmen zu lassen. Was denken Sie, wie kann man das begünstigen, dass Menschen mit Kunst eher in Berührung kommen? Dass das nicht so immer nur dieses Elitäre ist und
Ja, ja, das ist ein, das ist ein ganz schwieriges Kapitel. Also da hat man natürlich in der nach 68er Zeit verschiedene Dinge probiert, indem man in jeder Arztpraxis und jeder Apotheke und jeder Bank Kunst ausgestellt hat. Aber das ist, war ein Fehlgriff. Also ich versuche es halt, indem ich möglichst freundlich und zuvorkommend und ohne elitäres Gehabe mit den Besuchern umgehe, aber das Problem ist, sie überhaupt in die Galerie reinzugehen, weil da also doch noch so eine starke Schranke ist und da kann ich noch so viele Kaffeeautomaten und Topfpflanzen hier ins Schaufenster stellen. Das wird praktisch nichts bringen. Also ich beteilige mich deshalb dann ganz gern an so Aktionen wie der Lange Nacht der Museen oder bin in der Organisation des sogenannten Art Alarms hier in Stuttgart tätig, der immer im September 25 Galerien zusammenfasst, wo dann tatsächlich Besucher in die Galerie kommen, die sich sonst nicht reintrauen. Also manchen Kollegen ist das schon zu populistisch, aber das finde ich also ganz gut, um diesen Insiderkreis ein bisschen zu durchbrechen. Das ist tatsächlich so, dass das immer noch eine relativ elitäre Veranstaltung ist, diese Kunstmarkt. Und auch wenn, was weiß ich, bei irgendwelchen Renoir-Ausstellungen oder Picasso-Ausstellungen da Massen gehen, das hat aber dieses Publikum, die dorthin gehen, kommen, trauen sich nicht hier in die Galerie. Was machen Sie denn gegen so Kaufhauskunst? Sogenannte. Das sieht dann zum Beispiel aus wie Kunst aus Afrika, die ja dann auch schon wieder nicht nativ irgendwie hergestellt wird, sondern auch nur sich den Touristen so ein bisschen anbiedert und davon aber auch nochmal irgendwie eine Billigkopie dann irgendwie in Plastik hergestellt und das kaufen sich Leute wirklich zu Ramschpreisen, stellen das dann irgendwo prominent in der Wohnung auf. Und das ist dann deren Begriff von Kunst. Ja. Wie begegnen Sie diesen Leuten? Also wo gibt es da überhaupt die solche Leute, die solche Sachen kaufen, kommen natürlich gar nicht in die Galerie, weil denen das alle Angst macht. Und das ist natürlich schwierig. Also wenn jemand da kein Gespür dafür hat und solchen Schrott kauft, ist es wahnsinnig schwierig, den also da jetzt an so junge professionelle Künstler heranzuführen. Also das bei allem missionarischen Eifer von mir habe ich dieses Terrain aufgegeben, weil aber man muss trotzdem das konstatieren, dass da wahnsinnige Umsätze gemacht werden, wo also unser ganzer professioneller Galerienbereich ein weißen Knabe ist. Ja. Also das ist halt totale Verquerung, Vorstellungen von Kunst und dann muss immer billig sein und Gewinnmaximierung, da geht es auch wieder um sinnlos, dass das irgendwie alles immer gesteigert werden kann. Und, Und letztendlich sind die Arbeiten ja gar nicht billig. Also hier können Sie für 300-400 Euro ein Unikat vom jungen Künstler erwerben, wo Sie wirklich was haben und vielleicht sogar, obwohl das also bei mir an letzter Stelle kommt, so eine Wertsteigerung drin haben und Sie können mit dem Künstler dann weiter leben und das beobachten, wie der sich entwickelt. Also das ist ein totaler Nepp, was da gemacht wird, aber das können wir nicht verhindern oder da müssen die Kunstpädagogen ansetzen und das ist natürlich wirklich das Problem, wenn dann Kunstunterricht immer weiter gestrichen wird an den Schulen. Ich wollte das gerade sagen. Da muss es gelegt werden, wenn die Leute erwachsen sind und so weiter, dann ist es schon zu spät. Das ist ja momentan nicht gerade eine Atmosphäre, die jetzt gerade entsteht, des freien Denkens und des sich Öffnens und auch irgendwie Möglichkeiten haben, Kinder auf sowas vorzubereiten schon. Also im Gegenteil, wie Sie sagen, das wird gekürzt, sodass sich das dann doch
so ein bisschen entzweien wird. Also da gibt es dann ein Klientel, das hat überhaupt den Kopf dazu. Und die anderen, die werden dann halt mit so einem Ramsch nebenbei, sagen sie dann auch, okay, oh Gott, okay, ich hole mir dann jetzt so einen zerbrochenen Krug, da drin ist eine Kerze, die irgendwie 20-fach nebeneinander stehen, ist mir egal. Ja, und das werden ja sogar Elemente dann übernommen, die in der Avantgarde eine Rolle spielen, irgendwelche Reihungen oder irgendwelche Hoch- und Tiefkunst miteinander verknüpft werden. Also das sind ja diese Pseudokünstler ja ganz kreativ, da Dinge, die in der professionellen Kunstbereich stattfinden, da aufzunehmen und mit zu verwursten. Ja, aber das ist halt wie ein allgemeines gesellschaftliches Phänomen, dass sich das immer weiter auseinander dividiert. Einerseits so eine gebildete Schicht und auf der anderen Seite dieses berühmte Prekariat, ne, dieses Unwort da. Die Aufgabe wäre es, beiden Seiten die Möglichkeit zu geben, zumindest die andere Seite wahrzunehmen und es einfach so frei zu gestalten, dass niemand in seine Rolle zurückgedrängt ist oder gefestigt. Ja, aber das ist, eine Aufgabe an die Politik. Also das kann die Kunst nicht leisten. Ich habe ja in Düsseldorf bei Beuys studiert und so weiter, da ging es halt auch ja so Mitte der 70er Jahre drum, dass nur politisch engagierte Kunst überhaupt Kunst sein kann. Und also ich bin dann mit... Das wäre ja Design. Das ist ja dann Design. Also wenn, sobald die Kunst ja, das können wir natürlich jetzt nicht leisten vom Zeitfenster, also über die Kunst in sich zu sprechen, wirklich ist... um der wirklich gerecht zu werden. Aber sobald Kunst ja irgendwie einen vorgefertigten Sinn hat, ist das ja eigentlich Design. Ich bin zum Beispiel Designer. Ein Designer liefert etwas Künstlerisches ab, im besten Fall, aber das muss dann nicht Kunst sein. Nee, also es gibt schon Kunst, die politisch, also so Steck oder und so weiter oder auch Hake, die also direkt politisch wirksam sind, und die ich immer noch als Kunst bezeichnen würde und nicht als Design, aber allgemein gesprochen ist das, glaube ich, zum Scheitern verurteilt, dass Kunst also da eine direkte politische Aufgabe übernimmt und deshalb also die Leute, die da wirklich gesellschaftspolitisch was verändern wollen, die müssen in die Politik gehen. Also wir können höchstens das Denken ein bisschen verändern, aber die Gesellschaft, das ist... Damit haben sie ja schon genug zu tun, das Gedenken. Das Denken an also da muss man dann einfach auch bescheiden sein oder realistisch sein. Das heißt, Sie waren bei Beuys? Also sie haben bei also ich habe in Düsseldorf studiert und habe da den Beuys noch erlebt als Lehrer, also in der Zeit, wo er schon offiziell schon entlassen war, aber da war er dann besonders aktiv. Und das wollte ich sagen, er hat sich dadurch dann eingesetzt, besonders für die Studenten. Und wie haben Sie ihn da erlebt? Also was hat er da sichtbar aufs Spiel gesetzt, aus Ihrer Sicht? Naja, also es war natürlich... Wie hat er sich eingebracht? Also das war natürlich einerseits faszinierend, dass er da möglichst viele junge Leute da um sich scharen wollte, aber das war natürlich das Problem und das war ja auch von ihm beabsichtigt, dass er irgendwo dieses akademische System da zum Platzen bringen wollte. Na, und wenn man irgendwann mal noch an so eine Kunstakademie glaubt, dann ging das natürlich auf die Dauer nicht, dass er da pro Semester da immer hunderte von neuen Studenten aufnahm. Aber das war die politische Geschichte. Das andere war wirklich, dass er eine ganz charismatische Figur war und die wahnsinnig viel und intensiv über Kunst reden konnte. Das war halt wirklich faszinierend, wenn der Beuys den Raum betreten hat, dann war er automatisch der Mittelpunkt. Hat er immer seinen Hut aufgehabt? Der hat immer seinen Hut aufgehabt. Ja, aber das war eigentlich unabhängig davon. Also das, da hatte man sich ja dran gewöhnt, wenn man ihn öfters gesehen hat. Und, also er hat ja den Hut nur, was weiß ich, wie er mal einen Preis gekriegt hat, vor dem Herrn Bundespräsidenten oder irgend sowas, hat er mal den Hut abgenommen, aber er sah halt wirklich absolut doof aus.
ohne Hut. Und, ja, weil er hatte so eine Glatze und so ganz dünne Haare, die dann, also er war ja schon auch der erste Künstler, der das kapiert hat, die Macht der Medien und der Hut und die Weste waren natürlich hauptsächlich für die Medien bestimmt und das hat ja auch funktioniert. Er war ja bestimmt einer der populärsten oder bekanntesten Künstler. Ne? Hm. Also was ich halt interessant fand, zu erfahren, dieses Missverständnis, dass Beuys ja immer sagte, jeder ist ein Künstler, dass er das ja nur im ganz übertragenen Sinne gemeint hat und aber in der Kunst Auseinandersetzung unheimlich genau und präzise und scharf war mit seinen Schönen. Und das war also sehr faszinierend, das zu beobachten, wie präzise er da Korrekturen gegeben. Entschuldigung, zeige ich euch mal, das ist die Realität. Das ist die Realität. Hallo. Hallo, Sie wollen ein Päckchen abgeben. Lassen wir drin, das ist die Realität. Nothing is planned, the door is not closed. Achso, gut. Ja. Also, dass jeder Mensch ein Künstler ist und natürlich dann sich ein Haufen Leute bemüßigt fühlten, dann auch Kunst zu studieren, aber dass das halt ein totales Missverständnis war. Dass also so in der Korrektur, der Beuys also sehr scharf und präzise und war und da nicht irgendeiner da irgend so ein Mist da abliefern. Also man sieht ihn ja auch, da, also von außen hat er ja nur dieses... Leute, die von Beuys nichts wissen, kennen meist nur diese Geschichte mit dem Fettfleck und der Putzfrau, die dann irgendwie verklagt wurde, weil dieser Fettfleck weggemacht wurde. Aber man, also ich weiß gar nicht, natürlich, ich kenne zu wenig von Beuys, ich würde mich nicht erdreisten, jetzt etwas über Josef Beuys hier zu sagen, aber ich habe ein paar sehr gute Zeichnungen auch von ihm gesehen. Yeah, also, man würde ihm da gar nicht gerecht, wenn man jetzt irgendwie nur über diese Fettsachen immer erzählen würde, obwohl das für ihn, glaube ich, ein wichtiges Bestandteil war, Fett, Filz. Jeder hat ja so seine Lieblingsmaterialien, das heißt, also das ist schon später, aber also zentral sind diese Zeichnungen. Es gibt natürlich viele Leute, die sagen, damit hat sich der Beuys dann auch erledigt, dass alles, was danach kam, dann nicht mehr so gut war. Aber ich würde zum Beispiel sagen, dass die Installation, die in Darmstadt am Museum ist, dass das wirklich authentisch ist und wirklich eine geniale Geschichte. Und das ist auch toll, dass es so erhalten bleiben soll, wie der Beuys es damals eingerichtet hat. Hat er nicht auch gesagt, das soll ruhig zustauben und alles irgendwie hat er selber so fest? Ja, also da gibt es ja zurzeit einen großen Streit drüber, ob man jetzt die Wände weiß streichen darf oder ob man sie so vergilbt lassen soll. Also das sind Insider-Diskussionen, wo ich mich jetzt momentan raushalten will. Ne? Müssen wir mal in Darmstadt mal anklopfen, mal fragen. Ja. Ich war auch dort schon im Museum. Ja. Jetzt hätte ich eine Bitte. Sie haben die Möglichkeit, das Publikum aufzufordern, den Zuschauern eine Nachricht zu hinterlassen, eine Message zu sagen. Also wie, vielleicht haben Sie eine Aufforderung, seien Sie doch mal mutig und gehen Sie mal in Galerien. Zumal das ja meistens auch gar nichts kostet. Man kriegt zwar nicht jedes Mal so ein Säckchen kredenzt, aber man kann. Sagen Sie mal den Zuschauern einfach was, das ist die Möglichkeit. Sagen Sie es direkt in die Kamera. Soll ich direkt in die Kamera sagen, ja. Also, liebe Zuschauer, haben Sie Mut, kommen Sie ruhig in Galerien. Wir sind darauf eingestellt, dass 99,9% der Besucher nicht als Käufer in Frage kommen. Es wird hier kein Intelligenztest gemacht, es wird auch nicht Ihr Kontostand abgefragt, sondern Sie kommen rein, sagen guten Tag, schauen sich die Ausstellung an und verabschieden sich wieder. Also für mich ist es manchmal auch noch schwierig, in solche leeren, scheinbar elitären Galerien zu gehen. Es kostet immer eine kleine Überwindung, aber vielleicht schaffen Sie das mal und Sie werden durch interessante Kunst bereichert. Das wär's. Ich glaube, dann war's das auch. Okay. Wir können auch sonst Ihrem Werk, den ganzen Ausstellungen, Gegenständen gar nicht gerecht werden.
Ich denke dabei, lassen wir dann. Naja, nur ein Ausschnitt. Ja. Okay. Nichts zu danken. Der Herr Wehr hat gesagt, hier wäre eine Treppe. Hier wäre eine Treppe, die irgendwie mit dem Tatort zu tun hätte. Mit Tatort, Jan. Kennst du das? Tatort, okay. Das ist nur so eine Krimiserie der ARD. Da hätte eine Treppe hier irgendwie mit zu tun. Ich weiß nicht, ob das die ist. Schauen wir mal. Kann man quasi mit den Inliners da runterfahren. Ich singe heute mal weniger. Hört man schon, ne? Jetzt. Allein jetzt singe ich schon weniger. Da muss ich das jetzt so machen wie bei einer Volksmusiksendung. Komm mit mir die Treppe rauf ins Leben. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Komm mit mir die Treppe rauf ins Leben. Das war ein Fan vom VfB Stuttgart. Die spielen jetzt. Und die ist abgehauen. Der geht auf. Ich habe Informatik studiert und laufe deshalb nach einer ganz bestimmten Systematik, die so ausgerechnet ist, dass mir gar nichts passieren kann. Weil es ist ja theoretisch möglich, dass ein Flugzeug abstürzt und mich erwischt. Und das ist jetzt schon ausgerechnet, dass mir das nicht passieren kann. Guten Tag! Wer sind Sie denn? Soll ich auch mal ein bisschen entlang gehen? Ja, wer sind Sie denn? Hallo. Guten Tag. Ein junges Fräulein. Ein junges Fräulein. Auf dem Weg zur Bahn, weswegen ich nicht lange verweilen kann. Aber vielleicht ein Sekündchen. Ein Sekündchen. Für einen fashion Hahn. Das muss ich nämlich reimen. Hat es auch, hat es. Ja. Das ist Buchstabentag Deutschland, meine Damen und Herren. Es kommen Bilder, all dieweil. Sie schlingt um Buschka einen Keil, denn je mehr man sich davon entfernt, das Gehirn sich von etwas anderem ernährt. Fahren Sie auch zum Fußballstadion? Nein, warum sollte ich? Das ist die richtige Antwort. Sie haben einen Zettel gewonnen von mir. Ein was? Ein Zettel mit einer Information drauf. Was haben Sie denn jetzt vor? Ja, ulkig. Das sage ich Ihnen nicht. Was ist jetzt das? Was steht drauf? Ich will 10. Nein. Warum? Also gut, dann danke ich schön. So viel Zeit habe ich nicht übrig. Also, wir auch nicht. Tschüss. Zeig doch nicht einfach meinen Zettel. Zeig mir deinen Zettel, ich will sehen. Können wir uns universell verstehen? Die Sprache der Liebe steht schwarz auf weiß. Zeig mir deinen Zettel der Liebe. Und wir gehen in ein Reich der Träume und kaufen dort im Supermarkt Kitschkunst ein. Kitschkunst für dich und mich und für die Kinder einen Lolli-Zauberbär aus kleiner Gummitiermasse. Ja, das wäre doch schön. Aus kleiner Gummitiermasse. Ja, das wäre doch schön. Hast du einen Abgang gemacht? Mensch. Das hat der Zuschauer jetzt gesehen, der arme Jan. Das soll nicht passieren. Ich wünsche
dich guten Appetit. Dankeschön. Wollen wir wieder wie klassisch immer anstoßen? Nee. Mhm. 13. Prost. 13. Ich habe gerade oben drauf gelesen, ohne Geschmack. Ohne Zucker, ohne Geschmack. Bene, Manuel. Bene, bei euch gibt es nicht nur Pizza, sondern auch noch ganz süße kleine Kinder. Ganz genau. Wie heißt du denn? Sagst du Michelle Maria. Michelle Maria. Sorry, du Papa, ja? Sorry. Guck mal, lieber Zuschauer, das Kind hat hier nämlich gesessen. Und ich finde ja Kinder immer so süß. Mensch. Ja, ja. Didi. Ich war die Mama. Ich war die Mama. Nein, das ist die Mama. Da vorne, das ist die Mama. Und das ist eine Freundin der Mama. Michelle. Michelle. Ja? Michelle. Michelle. Emma, isst du auch schon manchmal Pizza? Ja. Sag mal, gehst du mit dir, wie du es sagst? Ja, mit dem. Bei Papa ist noch mehr. La 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 Pizza. La 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 la. Hättest du vielleicht zu den Zuschauern etwas sagen? Guck mal da. Guck mal da. Oh. Michelle, guck mal. Ja. Wer ist da? Wer ist? Das ist Italienisch, ne? Ja. Una panina di stracciatella, uno cioccolato con pane, pizza, quattro stagioni. A poppetta! Molto gusto. Molto gusto. Giugu. Ma ci vede come ridi, eh? Figuraccia, papà, eh? Klar. Auf Wiedersehen, wir müssen nämlich weiter. Machst du ciao. Ciao. Ciao, danke. Ciao, prima. Vale, fai ciao, ciao, grazie. Auf Wiedersehen. Guarda che lui guarda a Maurizio. Ma che si vede? Mein Schatz ist aber ein süßer Mensch. Che cosa vuol dire a nonna? Diglielo!